Flohmarkt Folge 28, es war krank. Sorry für die schlechte Bildqualität, konnte aus privaten Gründen nicht nochmal aufnehmen. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 28, meine Lieben, und ein großes, großes Dankeschön an euch alle, ja, die bei der Live-Auktion dabei waren letzten Samstag. War wirklich sehr, sehr geil. Ja. Der Kollege, der seinen Artikel verkauft hat, war auch sehr happy, war alles super. Dann können wir das alles organisieren. Wir sind jetzt bis April erstmal auf, geht's um meine Flohmarkt-Runde. Okay, das ist erstmal Werbung. Ob wir gleich mal rein. Hat sich das gelohnt alles? Sehen wir gleich. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich war mit meinem Sohn unterwegs. Wir waren ganz früh weg. Und dann, ja, waren dann irgendwie 3 Stunden auf den einen Markt und dann sind wir nochmal woanders hingefahren. Also 2 Flohmärkte, aber vom selben Tag. Ja, das ist alles vom selben Tag. Ob sich das gelohnt hat, werdet ihr nach dem Intro sehen. Hast du auch Spiele dafür? Nein. Was soll die kosten? 5. Ohne Spiele. Also. Dankeschön. Entschuldigung, haben Sie noch mehr solche Spiele oder nur was hier ist? Nee, das kostet nichts. Was soll eins kosten? 2 Euro. Boah, Freunde, ohne Mist, noch ganz kurz, gehört nicht zum Video. Technikabteilung, auf jeden Fall Ehrenfrau. Meint so, nee, bring dir nichts zu essen mit. Fragst du, wo bist denn du? Schreibst du einfach bei Domino's, also bringst du mir was zu essen mit? Hast du doch gewusst? Einmal Ehre für die Technikabteilung in den Chat. falls du da ist, ne? Mal Ehre rein, wenn ihr Bock drauf habt. YouTube Premium, bestes Investment meines Lebens. Habe ich mir auch schon öfters überlegt, aber weiß ich nicht. Genau, Ehre, Ehre, Ehre. Der Ton ist 20 Euro. 20, bitte? Dann werde ich heute nicht verhungern. Nein, 20. Nein, das sagt das 20. Der ist in Ordnung, gell? Da ist nichts dran. Können wir für 2, 3 machen? Bitte? Für 2, 3? Nee. Okay, alles gut. Komm wieder. Also die DVD hätte ich mitgenommen, so für 2 Euro. Alles nur FIFA. Tick. Alles nur FIFA. SingStar, FIFA. FIFA Street. Also aber PC. Das PlayStation 3 drauf. Also PlayStation, oder? Das ist die richtige CD dabei. Ich würde gerne gespielt, oder? Mhm. Und wenn ich das so sehe, ne, das ist fast 6 Uhr hier bei Patroni und morgen einfach ausschlafen, ich werde verrückt. 13 Uhr geht der erste Flohmarkt los. Mehr als nur ganz kurz rein aus Interesse halber. Ist hier jemand im Chat, der weiß oder beziehungsweise der morgen auf die gleichen Flohmärkte geht wie ich? Ihr wisst ja so, wenn ihr schon ein bisschen länger dabei seid, wo ich so herkomme, ist ja eigentlich auch nicht schwer rauszufinden. Würde mich echt mal interessieren, also wenn, gerne mal in den Chat reinpfeffern. Nicht, ne, Chef? Mehr hast du nicht, ne? Den kenne ich, der will immer eine Nuss haben. Mhm. Oh.
Hoppala. Ja, schmeiß doch nicht noch alles nicht. Um. Du machst ja alles kaputt. Nur Filme, ne? Keine Spiele, gell? Ja. Dein Papa ist das. Ja. Der macht alles kaputt, der muss alles bezahlen. Und dann bitte schön gerade hinlegen. Was war ist doch denn so. Das? War doch schon so. War doch schon so, komm schon. Alter. Was war denn das? Hä? Da ist doch nichts passiert. Patron hat doch nichts runterfallen lassen oder sowas. Mal gucken. Ja, was war denn das für eine Frau? das war doch alles schon auf dem Tisch. Ich hab nur ein bisschen rumgeschaut und die fängt an zu meckern. Ob das ironisch war, weiß ich nicht, aber ich hab mich schnell vom Acker gemacht. Ab zur nächsten Aufnahme. Boah, vor allem frühs, ne? Frühs, wenn du noch keinen Kaffee hattest. Weiß nicht, ob das so, ja, so die perfekte Stimmung ist. Ha? Und Turtles. 75, okay. Der ist nagelneu, das sind andere noch Ersatzgehäuse. Wo kann ich das sagen? Seit wann gibt's sowas? Was ist denn das? Pokémon. Okay. Ja, aber so ein Laptop noch nie gesehen. Wie, nagelneu ist das? Ja, nagelneu. Wie nagelneu? Dann mach ich das. Hä? Nagelneu oder nicht? Ja, definitiv. Nee, wenn das schon offen war, ist ja nicht nagelneu. Ach, das meinst du? Ja, du hast es komplett nagelneu. Hast du neue Gehäuse dran gemacht, oder was? Komplett. Achso, ja, aus Gummi oder was? Ja, aus Gummi, ja. Nagelneu aus Japan habe ich das importieren lassen. Ah, okay. Top, geht auch. Ja, glaube ich. Kann man ja umbauen, wie man Bock hat eigentlich. Ja. Okay. Ja. Machst du was am Preis da? 75. Hey. Aus Gummi? Ja, dann sag was. 35? Nee. Machst du nicht? Aha. Was machst du denn? 70. Ich weiß, wie die gehandelt werden im Netz, deswegen. Ja, aber nicht mit dem, ist ja kein original Nintendo Gummi, weißt du, was ich meine? Gehäuse, ja, dann kannst du den mitnehmen. Achso, ja, das ist das Original Gummi. Ah, das ist, okay. Hab ich nicht gesehen, deswegen. Achtung, geh mal auf. Ja, sorry. Lass mal liegen. Jetzt hätte man meckern können, aber vorhin, das war echt. Nintendo-Spiel hast du nicht so sonst, gell? So Gameboy-Spiele. Gameboy-Spiele, nein. Nee, gell. Okay. Und Minion. Wo denn? Ja. Oh Mann, das hat so auch. Hä? So auch. Film, der Laptop sieht cool aus. Da war auf einmal eine Karte drin. Für die Yu-Gi-Oh! Alles klar, viel lang, ne? Danke. Ciao. So, und hier an dem Stand, das war eigentlich der coolste von diesem Flohmarkt. Ihr habt es ja gesehen, so halbwegs. Ne? Ein Gameboy hat der irgendwie das Gehäuse aus Gummi gehabt, hat er importieren lassen aus Japan, meinte er. Naja, war jetzt nicht so meins. Das Originalgehäuse war auch dabei, aber für den Preis habe ich das nicht mitgenommen. Und da war noch ein Pokémon-Laptop. Da hätte ich vielleicht nach dem Preis fragen können. Auch für euch, ja, manche wollen ja auch wissen, was die Verkäufer wollen. Aber habe ich nicht gemacht, bin er leider von dort weg. Ist das die Walkie-Talkie? Nee. Ist das? Nami. Hast du auch Spiele dafür? Oder nur das? So, dieser Pokémon-Kinder-Laptop, ne, von gerade eben, der wird ja gar nicht bei eBay angezeigt. Ich hab jetzt mal Pokémon-Laptop einfach so eingegeben oder Kinder-Laptop. Komisch. Okay, was kostet das ohne Spiele? 25. Okay, danke. Ohne Spiel 5 Euro, mehr nicht. Nee, alles gut, danke. Schade, nichts Gescheites. Oh, eine PSP, die habe ich gar nicht gesehen. Ja.
Was kostet PSP? 40. 40. Was ist ein Kuckuck? Da war gerade ein Rainbow-Spiel. Warum hast du es nicht gehört? Welche? Ja, was ist Platinum? Morgen. Hast du gucken, die Nintendo-Spiele? Also auch PlayStation 1 Spieler? Ha? Achso, am. Okay, okay. Ja, das ist ein PlayStation 2, ne? Ja, mach das. Aber guck mal, jetzt Grusel, Papa. Oh ja, habt ihr. Hä? Was willst du mit dieser Monster? Was Spanien? So, und diese 105 Spieler. Was, 105 Spieler? Hä? Ja, diese 105 in 1. Ja, 105 Spiele drin. Ja, aber es ist nicht echt. Andere Farben, guck mal, alle Farben. Ganz neue Model. Heute nur 5 Euro Angebot. Normal 15 Euro, die mit Angora. Hm? 5 Euro die Spiele? Und ein Hund. Mhm. Oder hat er jemand anderes gemeint? FIFA. Weil man FIFA 16. Ja, war viel zu teuer. Ah ne, hat wahrscheinlich jemand anders gemeint, ne? So, das Steelbook da unten von Hitman wäre ganz cool gewesen, aber ja, die Preise passen ja, ne? Ja. Geht auch nie runter. Oh, hier. Der Alf. Alf, was soll ich für dir haben? 50 Cent. Hast du noch mehr Alf-Sachen? Nee, ne? Nee. Nee. Warum kann man nicht meckern? Auto. Nehme ich das hier mal mit? Stimmt, Haki, hast du ja schon mal gemeint, ne, dass du aus meiner Nähe bist. Wenn du mich mal auf dem Flohmarkt siehst, einfach hier, ne? Einfach ansprechen. Ja, das ist okay, gut. Also hier hat niemand reingeschrieben, dass er morgen in meiner Nähe auf dem Flohmarkt geht. Das ist ganz gut, da kann ich ausschlafen. Nein, Kappa. Manche Leute sind auf dem Flohmarkt echt seltsam. Ich sage nur, letzte Woche Samstag an der Schule. Ja, stimmt. Ich habe ja die Trödelmama besucht letzte Woche. Schon wieder eine Woche her, ne? Wird auch bald Flohmarkt-Content davon geben. War sehr, sehr wild in der Gegend von der Trödelmama. Hagi Wagi. Gucken wir nochmal ganz kurz hier. Ja, das passt. Hi, wie läuft es hier mit der Auktion? Anita Drago, ich erzähl dann dazu dann noch etwas. Also ich warte jetzt, bis die Technikabteilung hier von Domino's gekommen ist. Dann werde ich wahrscheinlich kurz was essen und dann danach geht's los. Ne? Eigentlich regulärer Stream von 18 bis 22 Uhr, wisst ihr ja. Hätten wir wahrscheinlich dann direkt um 18 Uhr gleich Live-Auktion gemacht, aber heute so ein bisschen später. Ich würde mal schätzen, so ja, 20, 30, 21 Uhr. Wir haben ja Zeit, Freunde. Sieht man ja hier. Ja, danke. Das ist ein Problem, ich hab's ehrlich. Oh, 5. So, angekommen auf dem zweiten Flohmarkt, direkt ersten Deal gemacht. Auf dem ersten Flohmarkt war überhaupt nichts zu holen. War richtig fail, sag ich mal. Und ja, hier haben wir für 50 Cent einen schönen Alf gefunden. Und von 1999, West Germany steht unten drauf. Und von der Firma Bulli. Ja, wer das, Bulli. Wen das interessiert, ja. Den Alf geholt für 50 Cent. Was lachst du denn da? Bulli.
Ja, ist von der Firma Bulli. Und ja, da haben wir das hier geholt. Und ja, ab zum nächsten Deal. Paco, vielen, vielen Dank für dein Follow. Ehre geht raus, herzlich willkommen auch wieder hier, ne, 5 Minuten länger. Genau, heute gibt es eine Live-Auktion. Heute gibt es definitiv noch eine Live-Auktion. Wie gesagt, die Technikabteilung sucht da noch ein bisschen was zusammen, beziehungsweise ich aber auch. Mal gucken. Ne? Also wir finden heute ein paar schöne Produkte. Die wird jetzt nicht so krass groß werden, die Live-Auktion heute. Schauen wir einfach mal, ne? Schauen wir mal, was wird. Haben Sie noch weitere Spiele oder nur was da unten ist? Nur was hier unten. Okay. Wenn kaputt, einmal vielleicht. Guck mal, du hast hier kleine Autos. Ah ja, wenn du viele Kinder hast. Autos. Hey. Komm mal her. Ne? Warum nicht? Guck mal. Hier. Warum das so klein? Was soll das kosten? Das ist 5. Alle Spiele, jedes 5 Euro. Okay. Und kleine Autos. Können wir da 3 draus machen bei denen? Oh, da hinten ist auch noch Spiel des Lebens. Das hätte ich tatsächlich mitgenommen. Und diese Müller. Müller-Bruder, genau, Müller-Bruder-LKWs habe ich auch letztens mal in einem Second-Hand-Shop gefunden. Habe ich aber nicht mitgenommen. Ja, können wir mal. Okay. Klar. Okay, dann nehmen wir das mit für 3. Wenn mich nicht alles täuscht, da unten liegt auch noch was mit, also halt ein Zugspiel. Züge sind auch sehr beliebt. Gibt es auch viele Sammler. Ich habe meinen PlayStation 4 Zugspiel in der Limited Edition irgendwie verkauft. Das war auch unglaublich krank. Ich glaube, da hab ich 50 Euro für bekommen. Gut raus. Aber ist jetzt nur eine Mutmaßung von mir. Nee, ich habe einen Rucksack. Ja, und hier habe ich ein PlayStation 4 Spiel geholt. Dieses Baumaschinen-Simulator. Ja, habe ich zweimal gespielt, ja, sogar einmal im Stream auf Twitch. Überhaupt nichts für mich, überhaupt nichts für mich. Vielleicht willst du das mal spielen. Ich verstehe das nur so, okay. Was war denn das für eine Einblendung? Schisser, vielen, vielen Dank für dein Follow. Hat das gezählt, ja, ne? Also pro Follow, was er mir hier da lasst, 5 Minuten länger. Vielleicht gibt mal jemand nochmal kurz drauf Acht, wenn ein Follow reinkommt. Bei den Bits haben wir vorhin gesehen, also halt bei unter 100 Bits zählt es leider nicht und auch bei Donus zählt es nicht. Das muss ich dann manuell machen. Ja, also wenn das mal nicht zählen sollte, einfach Bescheid geben, dann kann ich das hier manuell dazu buchen. South Park. Was ist Samen dafür? Keine Ahnung, das nehme ich einfach mit, wie ich mal antest. Mafia. Schädlich für alles. 8? Nee. 3 habe ich hier gesagt. 3. Und hier habe ich. Ja, der ist ein bisschen kaputt. Oh, Agro-Ansage Nummer 3. Scheiße, ja. Also für die alle, ne? Also 8 bist du schon. Sag was du willst, ja. Also das sage ich 4, 3. 10. Also mit schweren Herzen 10. 10, ja, ist okay. So! Und ja, bei nice. Den jungen Mann habe ich mir 3 Musik-CDs geholt. Ich hole mir gerne CDs, ja, vor allem Hip-Hop, manchmal fürs Auto, manchmal einfach für die Sammlung. Ja. Einmal das Album von Sido Ish, das Mixtape von Flair und Agro Berlin Ansage Nummer 3. Ja, richtig coole CDs, ja, ja. 1 Euro sozusagen bezahlt pro Spiel, weil für die Spiele wollte er 4 und 3 haben, für Mafia wollte er 4 Euro haben, für South Park 3 Euro. Ja. Ich glaube, Mafia geht auch relativ gut, ne? Obwohl das ein 18er-Titel ist. Also, es war ein reiner Frustkauf eigentlich. Die CDs finde ich cool, aber die Spiele hier, ja, mein Gott, ich wollte doch irgendwas mitnehmen. Ihr habt es gesehen, der komplette Flohmarkttag war eigentlich Müll. Ist so. Ja, so einen kleinen Alf gefunden, einmal so ein Simulator und das. Klar gibt es auch solche Tage und solche Sachen zeige ich euch auch gerne. Ja, hab lang nicht mehr so einen schlechten Tag gehabt auf dem Flohmarkt. Es waren ja 2 Märkte auch noch. Im ersten Markt überhaupt nichts gefunden. Im zweiten Markt, das was ihr gerade gesehen habt, war jetzt nicht der Burner. Ja, die Agro-Ansage Nummer 3, die geht ja, sag mal, fast schon für einen 10er weg. Dann geht das fit. Aber trotzdem, Flohmarkt macht Spaß. Ja, vor allem mit meinem Sohn bin ich hingegangen und hat Spaß gemacht. Ne, hat Spaß gemacht? Ja. Ja, ne? Und das machen wir gerne, auch wenn wir nichts finden, dann ist es halt so. Und ja,
So, das war's auch mit der Folge. Das war's auch mit der Folge. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Und am Samstag, der 11. März, ja, der 11. März, Live-Auktion ab 18 Uhr auf meinem Kanal auf Twitch. Ich hoffe, ich sehe euch. Bis dahin, euer Pat Ron. So, war auf jeden Fall ein sehr wildes Video. Sehr schön, gefällt mir gut. Bis auf die Werbung hier.